Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema: berufliche Neuorientierung mit Purpose. Was tun, wenn der Job keinen Spaß mehr macht? Oder wenn man gekündigt wurde? Ist es sinnvoll, von einem Job in den anderen zu springen? Welcher Sinn steckt hinter meinem Beruf, meiner Berufung? Das möchte ich mit unserem heutigen Gast Johanna Finke besprechen. Johanna Finke ist Psychologin und Personalerin sowie systemischer Purpose Coach für Karriere und Führung. Sie ist zu Hause in Düsseldorf. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast Johanna Finke. Hallo Johanna. Hallo André. Möchtest du dich unseren Zuhörern mal selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ich bin Johanna, ich bin Mama von zwei kleinen Kindern und lebe mit meiner Familie in Düsseldorf. Hier hat es mich seit vor über 10 Jahren für den Job hin verschlagen. Ich bin nach meinem Psychologiestudium bei Henkel eingestiegen ins Personalmanagement und bin da seit eben inzwischen über 10 Jahren in den verschiedensten regionalen und globalen Funktionen im In- und Ausland tätig gewesen und habe mich vor 5 Jahren auch als Coach selbstständig gemacht parallel, bin da Purpose Coach für berufliche Neuorientierung und authentische Führung. Und das ist so das zweite Standbein, wo ich meinen persönlichen Purpose drin gefunden habe und was so diese Personalerrolle einfach sehr schön ergänzt. Ja, Johanna, vielen Dank erstmal. Da müssen wir sofort aufklären, finde ich. Ne? Was ist denn überhaupt Purpose Coaching? Ja, genau. Und den Begriff Purpose ist ja so in den letzten Jahren ein regelrechter Boom entstanden, muss man sagen. Für mich sind es aber eigentlich so zwei ganz bodenständige Fragen, nämlich zum einen, wer bin ich, so mit meinen Stärken, meinem Potenzial, meinen Wertvorstellungen. Und zum anderen, was will ich denn eigentlich wirklich? Also was erfüllt mich? Wofür möchte ich mich einsetzen? Denn so als Psychologin weiß ich, dass das einfach so die zwei Kernfragen unserer persönlichen Weiterentwicklung sind. Und da habe ich eben einen speziellen Prozess entwickelt, mit dem ich meine Kunden da zunächst auch mal in die Selbsterfahrung bringe und da auch wirklich Methoden einsetze, die uns mal dazu anregen, so einen neuen Zugang auch wirklich zu uns zu finden. Denn versuch mal so diese Frage, wer bin ich und was will ich eigentlich wirklich, allein jetzt mit dem Verstand zu beantworten. Da stoßen wir recht schnell an unsere Grenzen, weil so dieses Thema, was will ich eigentlich wirklich, das sitzt ja viel tiefer in uns drin. Das ist so das, was wir häufig als Intuition oder vielleicht Bauchgefühl auch bezeichnen. Und das steckt ja ganz tief in uns drin, aber häufig ist es eben überlagert von unserem Verstand, weil wir so im Tagtäglichen ja sehr darauf konditioniert sind, mit dem Verstand zu arbeiten. Und da stelle ich eben immer wieder fest, dass wir da zunächst mal wirklich wieder einen neuen Zugang zu uns selber brauchen, um da ranzukommen, diese Weisheit, nenne ich es manchmal, die da in uns drin steckt, auch wirklich anzuzapfen. Und das ist für mich immer so der spannendste Moment im Purpose Coaching, wenn die Kunden da plötzlich rankommen und da irgendwie wie so ein Knoten geplatzt ist und so ein Leuchten in den Augen entsteht und man merkt, da wird ganz neue Energie freigesetzt, weil neuer Gestaltungsspielraum entsteht. Und der kann sich dann eben in einem neuen Job intern, extern reflektieren oder auch in einer neuen Führungspraxis. Also das sind dann letztlich nur Ausdrucksformen dessen, was ich da für mich an Selbsterkenntnissen gewonnen habe. Und das ist eben so dieser Prozess, den ich als Purpose Coaching bezeichne und den ich dann eben mit der Frage verknüpfen kann, welcher Job passt zu mir, was würde mich da erfüllen oder wie möchte ich mich auch als Führungskraft ausdrücken? Was ist da so meine Führungspersönlichkeit, die ich in meine Aufgabe legen möchte? Ja, das ist ja total interessant. Kannst du dir mal so ein Beispiel geben? Wie knackst du denn da die Nuss? also wie gesagt, das geht. Ich nutze da so einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Methoden, die den Kunden in die Selbsterfahrung bringen, also auch sehr erfahrungsbasiert sind und mal einfach irgendwie so eine Frage, Mensch, denk mal an einen Moment zurück, in dem du wirklich total zufrieden warst, wo etwas richtig gut geklappt hat. Und diesen Moment, den leite ich dann nochmal durch so eine kleine Selbstreflexion, Gedankenreise an und dadurch laufen wir einfach nochmal verschiedene
Ebenen, wo es darum geht, Mensch, was für eine Umgebung hast du dich da eigentlich gerade befunden? Was war eigentlich so das Spielfeld, was es da ausgemacht hat, warum du dich so wohl gefühlt hast? Welche Stärken hast du da eigentlich gerade ausgespielt in dieser Situation? Mit was genau hast du dich überhaupt beschäftigt? Was hat dich da so interessiert? Dann, welche Werte haben dich da geleitet? Also warum war dir diese Situation so besonders wichtig? In welcher Rolle hast du dich selbst da gesehen? Und bis hin so zu der Frage, welchen Beitrag hast du da eigentlich konkret geleistet? Also das sind so diese verschiedenen Ebenen, die da auch in uns drinstecken, die den Kunden eben anhand einer sehr persönlichen, konkreten Erfahrung es ermöglichen, nochmal die Selbstkenntnis wirklich zu vertiefen. Sicherlich ist ja diese Erfahrung dann, dieses Coaching, dieses Purpose-Coaching, sicherlich auch, dass ich das dann auch meinen Beschäftigten ja entsprechend weitergeben kann, diese Erfahrung, die ich dann also selber erlebt habe, denke ich mal. Welche Skills sind denn für eine heutige Führungskraft unabdingbar? Also ich denke tatsächlich, zum einen ist es die Selbstreflexionsfähigkeit, die unabdingbar wird. Und ich spreche da wirklich auch von Fähigkeit, weil wer nimmt sich denn heutzutage wirklich noch die Zeit, nochmal kurz innezuhalten und sich zu fragen, Mensch, womit beschäftige ich mich hier eigentlich gerade? In was für einem Umfeld bewege ich mich? Welche Anforderungen werden da an mich herangetragen? Und bin das eigentlich noch wirklich ich? Ne? Entspricht das dem, wie ich handeln will? Entspricht das meinen Stärken? Also ich habe festgestellt, dass so diese Fähigkeit, sich diese Fragen immer mal wieder zu stellen, wirklich die Basis auch der persönlichen Lernfähigkeit und Wachstumsfähigkeit ist. Und das finde ich als Führungskraft auch wichtig, weil ich das natürlich auch an meine Teammitglieder weitergebe. So diese, was du jetzt eben sagtest, ne, dass die Erfahrung, die ich da selber mache, die strahlt auch auf meine Teammitglieder ab. Ich entwickle natürlich eine eigene, andere Wahrnehmung, auch eine, ich bin mir meine eigenen Stärken und Werte bewusster und fokussiere mich dann natürlich auch in meinem Team mehr darauf, was sind die Stärken meiner Teammitglieder und wie kann ich sie entsprechend einsetzen. Also ich glaube, dass das eine sehr wichtige Führungsfähigkeit ist. Und das Zweite, was, glaube ich, auch die 2 Jahre Corona-Pandemie jetzt gezeigt haben, was uns sicherlich auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird, ist so dieses Thema Remote Leadership, was, glaube ich, ein wichtiges Thema für Führungskräfte ist und auch bleiben wird, weil ich da eben auch festgestellt habe in den Pandemiephasen, dass selbst erfahrene Führungskräfte teilweise gestruggelt haben, ihr Team über Monate lang remote zu führen, weil das eben mit ganz neuen Kommunikationsherausforderungen einhergeht. Ja. Fragen, wie bleibe ich da nah dran? Wie halte ich die Motivation hoch? Wie fange ich Dinge auf, die da bei den Leuten zu Hause auftreten und die ich ja nicht so unmittelbar mitbekomme, wie das im Büro wäre. Ne? Ja, und gerade wenn man diese IT-Affinität natürlich nicht hat, ja, also mit Softwareprodukten nicht so gerne umgeht und sagt, naja, das ist so ein Übel, das kann ich irgendwo, und es gehört ja, glaube ich, viel mehr dazu. Ich sage jetzt mal einfach, wenn man Microsoft Teams nutzt, dann gibt es dieses Tool eben halt im Teams Together, wo man sich eben halt sieht, so wie im Kino sitzt man dann eben halt, also anders dargestellt, also eine sehr gelungene Geschichte, finde ich, um anders sich einfach mal darzustellen auch, ne, und dass man auch eben halt ein Video immer dabei hat, ja, und nicht einfach, irgendwie die Haare eben halt nicht gemacht hat, unrasiert ist und dann eben halt dort sitzt, einfach im Homeoffice. Das hat ja auch andere Bedürfnisse, dann sage ich erstmal einfach. Ne? Also das finde ich auch ganz wichtig, mit diesen Dingen auch umgehen zu können und auch ein Team dann zu leiten. Und dann ist sicherlich auch wichtig die Moderation. Ja, wie läuft das überhaupt ab mit 1, 2 Leuten, mit einer Gruppe von 5 geht das alles noch? Aber was ist denn, wenn ich jetzt 10 oder 20 Leute zu führen habe? Wie läuft denn so eine Moderation überhaupt ab? Und das, denke ich mal, ist neu zu lernen. Es ist also Neuland auch für die Führungskräfte, um da eben halt voranzukommen. Genau, absolut. Also ich glaube auch, das hat 2 Komponenten. Das eine ist natürlich die technische Seite, die jetzt aber wahrscheinlich viele schon auch inzwischen notgedrungen drauf haben. Und das zweite, das, was eben auch länger dauert, ist so diese inhaltliche Seite. Ne? Wie führe ich dann wirklich ein Team? Wie bleibe ich, ja, wie gesagt, nah dran? Wie baue ich Vertrauen auf? Wie definiere ich für mich Accountability und Empowerment neu? Weil das ja auch Themen sind, die einfach anders gespielt werden,
wenn ich nur remote führe. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, ja bestimmt 5 Jahre, ich saß für einen großen Konzern, saß ich in einer Besprechung mit 5, 6 Leuten, waren wir, wir haben ein Thema besprochen und es war wirklich ein trockenes Thema für die Anwesenden, aber es musste eben halt besprochen werden und da ist tatsächlich einer eingenickt, ne? Also in dieser Konferenz, ja, und das kriegst du dann eben halt mit, wo du sagst, na, klatschen oder so, und das sieht man natürlich auf dem Bildschirm dann nicht mehr so, man kann ihn dann nicht so stark mehr animieren, ne? Auch da ist natürlich ein gewisses Gespür eben halt erforderlich, ne, um das zu machen. Da hat es die lustigsten Geschichten gegeben, gerade am Anfang, ne, wo sich die Leute dessen noch nicht so bewusst waren, dass sie da on screen sind. Genau, aber kann denn unser persönlicher Purpose, wenn wir den entdeckt haben, im beruflichen Alltag Wunder wirken? Hast du da ein Beispiel für? Schöne Frage. Also ich würde mal insofern von Wundern absehen, weil Wunder bedeutet ja immer, dass da etwas passiert, was ich eigentlich rational gar nicht erklären kann. Das ist beim Purpose nicht so, denn psychologisch lässt sich sehr gut erklären, was da eigentlich passiert, wenn ich den persönlichen Purpose gefunden habe. Und das ist einfach, dass ich eine ganz neue intrinsische Motivation gefunden habe, die mich zum Handeln bewegt, wo ich plötzlich selber aktiv werde und gestalten kann. Und gar nicht mehr so sehr der externen Karotte, dem höheren Gehalt oder der nächsten Beförderung hinterherlaufe. Und das gibt uns wirklich eine völlig andere Energie und auch eine Selbstwirksamkeit. Also weil ich eben selber aktiv werde plötzlich und merke, ich kann selber was bewegen. Und das ist ja erwiesenermaßen auch einer der größten Faktoren für unsere persönliche Zufriedenheit. Das heißt, da passiert auch was in der Lebensqualität und der persönlichen Zufriedenheit, wenn ich da den persönlichen Purpose gefunden habe. Und das kann, wie gesagt, ne, also es gibt Kunden, die dann gesehen haben, Mensch, ich war irgendwie unzufrieden am Arbeitsplatz und habe einfach entdeckt, okay, das, wo ich gerade eingesetzt werde, das entspricht gar nicht so meinen Stärken und dem, wofür ich mich eigentlich einsetzen möchte. Aber ich bin in einem großen Unternehmen drin, was mir unterschiedliche Möglichkeiten bietet. Und irgendwo ist mir für mein Lebensmodell auch diese Sicherheit wichtig und das Team, in dem ich da arbeite. Insofern möchte ich mich eigentlich nicht gerne aus diesem Unternehmenskontext lösen, finde aber jetzt den Mut zu sagen, Mensch, ich strecke meine Fühler aus und finde da intern für mich einfach ein neues Projekt, wo ich mich widmen kann, wo ich viel besser meinen Stärken nachgehen kann. Also sowas kann da rauskommen. Oder eben eine Führungskraft, die merkt, Mensch, ich bin da irgendwie in eine neue Führungsrolle reingestolpert und war komplett mit externen Erwartungen zugeschüttet und bin wie so ein Hamster im Hamsterrad gelaufen und hatte gar keine Möglichkeit mehr, mich überhaupt zu fragen, Mensch, was ist mir denn eigentlich wichtig und was möchte ich eigentlich in meine Führungspraxis so reinbringen? Und so durch dieses Bewusstsein, Mensch, mir ist so diese persönliche Vertrauensbasis wichtig. Ich bin ein Kommunikator, nicht so sehr der Analyse-Mensch, der bis ins letzte Detail geht. Das ermöglicht es mir einfach viel authentischer in meine Führungsaufgabe reinzugehen, zu gucken, auch offen damit zu sein. Was kann ich gut? Was ist nicht so meine Stärke? Wo brauche ich dann vielleicht auch jemanden im Team, der mehr das auffangen kann? Ja, Johanna, das war ein sehr schönes Beispiel. Da möchte ich noch mal kurz dran anknüpfen. Und zwar sagtest du, wenn man in einem größeren Unternehmen, sagen wir mittelständisches, größeres Unternehmen eben halt ist und einem gefällt die Aufgabe nicht, man sucht nach neuen Aufgaben. Ja? Und es ist ja nicht Sinn und Zweck, dass man immer wieder abreißt und sagt, was der Job, den werfe ich jetzt hin, weil der Chef mir nicht passt, weil die Aufgabe mir nicht passt. Und dann gehe ich ins nächste Unternehmen und da passiert mir genau das Gleiche, weil ich irgendwo doch den Sinn und Zweck nicht verstanden habe. Das war gerade ein sehr schönes Beispiel von dir, wo ich sage, ich bleibe in einem Unternehmen und gucke einfach mal und frage auch einfach mal nach, ja, wie kann man mich denn anders einsetzen? Ich habe nämlich Lust auf das und jenes, ja, meine Qualitäten sind ganz anders angesiedelt und ich würde das gerne mal ausprobieren. Und einem mittelständischen, größeren Unternehmen besteht auch sicherlich die Möglichkeit, viel einfacher vielleicht in einem ganz kleinen Unternehmen, vielleicht aber auch. Mhm. Aber erstmal zu überlegen, bevor ich in den Sack haue, so schön, ja, und dann wieder etwas Neues suche, aber mich trotzdem nicht finde, ja. Deshalb möchte ich nochmal allen unseren Zuhörern und Zuhörern auch nochmal so ein bisschen ins Gebet nehmen und sagen, Mensch, überlegt erstmal, bevor ihr geht, ob ihr alle Karten ausgespielt habt, alle Möglichkeiten erstmal ausgeschöpft habt, bevor ihr geht. Weil es bedeutet ja auch erstmal neu anfangen wieder, komplett in einem anderen Unternehmen anzufangen. Im Grunde fangen wir dann wieder ja bei Null an. Mhm.
Ja, genau. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, sich nicht nur die Jobtätigkeit isoliert zu betrachten, sondern den größeren Kontext zu sehen, ne? Also sich auch zu fragen, welches Lebens- und Arbeitsmodell wünsche ich mir auch? Also wie passt der Job auch in mein Leben rein? Habe ich da eben eine Familie dranhängen, wo es auch um Sicherheit geht? Fühle ich mich wohler in einem Teamkontext oder eher alleine? Welche Werte vertrete ich und stimmt das mit den Werten des Unternehmens überein? Und häufig ist es eben auch so, dass viel einfach passt, ne? Dass irgendwie sagt, ich fühle mich eigentlich grundsätzlich wohl, ich bin nur irgendwie echt unzufrieden mit der Aufgabe und denke, muss da nicht nochmal irgendwie was anderes kommen, was Neues? Und sich dann so diese Gesamtfaktoren anzugucken, was ist mir eigentlich wichtig und was ist mir auch aktuell wichtig und wo lege ich dann den Veränderungsfokus hin? Und manchmal ist es auch gar nicht komplett ein neuer Job. Manchmal ist es auch nur eine Veränderung im Privaten, dass ich merke, okay, ich habe zu wenig Zeit für ein bestimmtes Projekt, was mir am Herzen liegt. Und vielleicht verändere ich meine Arbeitszeiten, gehe auf 80%, sodass ich vielleicht einen zusätzlichen Tag habe, den ich einer anderen Sache widmen kann, die mich schon wieder in eine ganz andere Balance bringt, sodass einfach das, wo ich Priorität drauf legen möchte, auch stimmt, ne? Oder eben, wie du sagst, nochmal eine Jobveränderung auch intern anzustoßen, zu sagen, Mensch, da habe ich irgendwie gehört, da gibt es auf Corporate-Ebene, gibt es da irgendwie jetzt eine neue Cultural Transformation-Initiative und das finde ich total spannend. Da interessiert mich der Aspekt Diversity beispielsweise und da hätte ich unheimlich Lust, mal mitzuarbeiten. Kann ich mich da irgendwie mit Leuten vernetzen, die mir da mehr zu sagen können? Und also das ist so dieser Gestaltungsspielraum, ne, den ich eingangs mal erwähnte. Darum geht es eigentlich, den letztlich für sich nochmal neu zu definieren, sich bewusst zu machen und dann auch aktiv wahrzunehmen. Ja, und diesen Impuls bekommt man ja meistens nicht von selber, sondern da habe ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht. Gut, dass du es mir jetzt gerade sagst, ja, ich werde mal darüber nachdenken, ja, und gib dann erstmal so ein bisschen Zündstoff im Grunde, um das mal zu reflektieren, ja, um zu reflektieren zu können. Und dafür ist natürlich auch Coaching ein wunderbares Instrument, ja, um eben halt auf Augenhöhe sich auch austauschen zu können in diesem Bereich. Aber wenn das alles nicht klappt, Johanna, ich sage, ich muss jetzt doch einen beruflichen Neustart, der ist sich notwendig. Ich komme mit der Geschäftsführungsebene komme ich nicht klar. Ich komme mit den Vorgesetzten irgendwo gar nicht klar. Die Kultur stimmt da irgendwo gar nicht. Was denn notwendig für einen beruflichen Neustart? Was empfiehlst du da? Also ich glaube tatsächlich, sich dieser beiden Fragen bewusst zu werden, wer bin ich im Kern, also was sind meine Stärken, welche Werte vertrete ich, welches Umfeld brauche ich auch, wo ich meine Stärken am besten ausspielen kann. Und die zweite Frage, was will ich denn eigentlich wirklich? Also was erfüllt mich im Kern? Dass sich so seine persönlichen Antworten auf diese beiden Fragen zu finden, das finde ich, ist eigentlich der Grundstein jeder beruflichen Neuausrichtung. Und dann kann es natürlich helfen, sich da auch mit jemandem auszutauschen. Das kann natürlich irgendwie eine vertraute Person aus dem Umfeld sein oder eben auch ein externer Coach, der es einfach mal ermöglicht, so diesen Filter. Wir haben ja leicht diesen Tunnelblick, weil wir natürlich durch die Erfahrungen geprägt sind, die wir mitbringen. Und dann denken wir irgendwie automatisch, okay, das Jobprofil ABC könnte vielleicht passen oder Unternehmen ABC. Und dadurch limitieren wir uns natürlich sehr in unserer eigenen Kreativität, sag ich mal, weil damit sind wir direkt wieder auf der Ebene, was kann ich machen? Aber die eigentliche Frage ist ja, was will ich denn eigentlich wirklich machen? Und da hilft es eben auch, sich mit Leuten nochmal auszutauschen, die diese Perspektive einfach nochmal schaffen zu öffnen oder eine andere Perspektive einzunehmen, um einfach nochmal kreative neue Ideen zu spinnen. Ja, ich finde immer, ein Coaching gibt im Endeffekt den Kandidaten, der einen Neustart machen möchte, im Endeffekt eine Vorqualifikation. Ja, es ist schon vorqualifiziert und das machen wir in unserem Portal Hidden Candidates, kurzer Werbeblock, ebenfalls. Ja, aber ich komme nochmal zu, jetzt ist der neue, der Neustart ist jetzt gemacht im beruflichen Bereich, man fängt jetzt an zu arbeiten und so weiter und es geht um Weiterentwicklung in Unternehmen. Stillstand ist ja bekanntlich Rückgang. Was ist denn für Unternehmen wichtig, die an einer Weiterentwicklung der Führungskräfte interessiert sind? Was meinst du dazu? Ja, gute Frage.
ich habe so über die letzten Jahre beobachtet, es war ja eine Zeit lang, oder es ist teilweise immer noch so, dass es so diese großen Milestone-Programme gibt, durch die dann alle Führungskräfte, die weiterkommen wollen, irgendwie mal durchgeschleust werden. Und da sind natürlich richtig gute Sachen bei, aber häufig macht man ja doch die Erfahrung, dass der Effekt dieser Weiterbildung oder dieses Trainings dann sehr schnell verpufft, wenn man zurück an den Arbeitsplatz kommt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Lernen auch nur dann stattfindet, wenn eine gewisse Lernbereitschaft da ist. Und die ist natürlich am höchsten, wenn auch gerade Need da ist. Und deswegen finde ich so diesen Ansatz der individualisierten Weiterentwicklung wichtig, die wirklich darauf eingeht, was braucht eigentlich diese Person gerade am meisten? Was sind so die aktuellen Herausforderungen? Und da kann man natürlich mit dem Coaching sehr gut drauf eingehen, weil ein Coach sehr individuell begleitet, aber natürlich auch durch digitale Lernprogramme, die ja einfach zeit- und örtlich unabhängig genutzt werden können, wo einfach eine gute Aufklärung, eine Lernkultur vom Unternehmen auch entwickelt werden muss, sodass die Führungskräfte Lust darauf bekommen und wissen, wenn sie gerade etwas brauchen, dann können sie sich da hinwenden und gucken, was steht zur Verfügung. Also du sprichst gerade den Punkt Nachhaltigkeit an und den finde ich ebenfalls ganz, ganz wichtig. Ich denke, ich war mal auch vor einem Jahr auf dem Seminar und danach packt man die Unterlagen noch einmal raus zum Wochenende, nachlesen und dann ist es das gewesen. So kann man es nicht anwenden. Es ist ja auch kein Wissen, was vermittelt wurde. Wissen ist ja irgendwo, was ich nachher auch wiedergeben kann, sondern ich habe irgendwelche Informationen erhalten und die bleiben erstmal in so einer Blase drin und wenn die nicht angezapft wird, dann habe ich eben halt das eben halt nicht gut gemacht, beziehungsweise nicht nachhaltig genug. Und das ist natürlich ein sehr interessantes System, wo man vielleicht einmal im Monat, alle 3 Monate, das irgendwo nochmal auffrischt, alles nochmal wiedergibt, vielleicht in einer Lerngruppe. Und das wäre natürlich das Nonplusultra. Das gilt nicht nur für Führung, das gilt genauso für Steuerberatung, sage ich jetzt mal einfach. Egal in welchen Bereichen wir da irgendwo oder Unternehmensberatung, die Unternehmensberater kommen 3 Monate, ziehen die ganzen Bücher auf links und rechts und das Personal auch und dann sind sie Gott sei Dank irgendwann wieder weg, sagt der ein oder andere. Ja, und der alte Alltag kommt dann eben halt wieder und man vergisst das ganz schnell. Und deshalb finde ich diese Nachhaltigkeit, egal in welchen Bereichen, ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Ja, aber dazu hast du ja auch für 2022 eine kleine Überraschung für uns, glaube ich, ne? Du hast einen Online-Kurs konzipiert. Erzähl darüber. Ja, genau, richtig. Ich habe gerade einen Online-Kurs konzipiert, der im Januar startet. Der nennt sich Dein Purpose macht Karriere. Und richtet sich an all die, die sich beruflich nochmal verändern möchten, die sich so die Frage stellen, Mensch, muss es da nicht noch was anderes geben? Was wird mich eigentlich erfüllen? Und vor allen Dingen, wie komme ich dann auch in die Umsetzung? Und da habe ich letztlich den inzwischen der Praxis erprobten Purpose-Prozess, mit dem ich meine Kunden auch im One-on-One-Coaching begleite, zu einem Online-Prozess erweitert, der über 4 Module geht und wo ich meine Kunden begleite, am Ende wirklich den Job zu finden, der zu ihnen passt, zu ihrem Lebensmodell passt, sie erfüllt und sie dann auch in die Umsetzung zu bringen. Das ist mir immer ganz wichtig, weil ich so festgestellt habe, dass große Wünsche und Vorstellungen oft daran scheitern, dass sie eben zu nebulös sind und zu unkonkret oder dass da noch innere Glaubenssätze irgendwie da sind, die uns innerlich blockieren. Und das ist mir eben ganz wichtig, das aktiv mit aufzugreifen und da wirklich am Ende so konkret zu werden, dass wir so einen Jobprototypen entwickeln, der uns dann auch spielend in die Umsetzung bringt. Ist ein Online-Kurs, der nur, videoabrufmäßig ist oder gibt es da auch ein 1:1-Coaching bei dir? Oder kann man das optional buchen? Also es gibt so 2 Varianten. Die eine Variante ist komplett autodidaktisch sozusagen, da diese 4 Module durchzugehen. Das wird eben begleitet durch Videos und andere Formate, wo ich durch die zahlreichen Coaching-Übungen durchleite. Und es gibt noch eine andere Variante, da gibt es auch 5 Live-Calls dabei, wo ich eben nochmal individuell begleite, wo es auch noch einen Community-Austausch gibt, wo man sich auch gegenseitig nochmal inspirieren kann, die Fragen stellen kann und beantwortet bekommt. Das ist eben nochmal ein bisschen individuellere Begleitung, also je nachdem, wie da auch so die Lernvorlieben sind. Ja, du bist ja noch in einem Unternehmen, also das ist ja dein Zweitjob, sage ich jetzt mal einfach, oder dein zweites Standbein. Ist es denn in deinem Umfeld so, dass die Führungskräfte nach Coaching schreien?
Also immer mehr, ne? Also ich glaube, es ist, viele trauen sich auch noch nicht so richtig danach zu fragen. Also lange Zeit war das ja auch so ein bisschen was, ich habe da irgendwie ein Defizit und deswegen brauche ich Coaching. Das hat sich natürlich, Gott sei Dank, in den letzten Jahren schon gewandelt. Dann ist so die Tendenz, dass erstmal auch auf Executive-Ebene Coaching angeboten wird. Und so langsam, was mich eben freut, kommt auch die Öffnung, dass zumindest auch mal im ersten Schritt das Mittelmanagement mehr einbezogen wird in diese Entwicklungsmaßnahme. Und da merke ich auf jeden Fall, der Need ist da schon da und die Begeisterung für so diese individuelle Begleitung auch. Und ja, allein durch diese Digitalisierung, Entschuldigung, des Coachings ist es natürlich auch nochmal eine Öffnung hat da stattgefunden, dass es viel mehr Mitarbeitern und Führungskräften zugutekommen kann, dadurch, dass es einfach nicht mehr zeitlich und örtlich gebunden ist. Ja, und ist es denn so, dass die Führungskräfte, was du so mitbekommst, am Rande ihres Limits sind, ihres Energielimits, oder kann man das so nicht so pauschal sagen? Ja, das, also ich bin nie ein Fan von diesen pauschalen Äußerungen. Ja. Das ist natürlich auch dann schon so ein bisschen vorgefiltert. Ne? Die Führungskräfte, die ins Coaching zu mir kommen, die kommen natürlich mit einem bestimmten Thema. Ich habe aber schon den Eindruck, dass jetzt auch durch diese 2 Jahre Pandemie einfach so viele neue Herausforderungen an die Führungskräfte herangetreten sind, dass viele schon echt strugglen und sagen, Mensch, wie schaffe ich das da irgendwie überhaupt noch, sozusagen die Leistung natürlich hochzuhalten, B, mein Team ordentlich zu führen, C, mich selber auch nicht zu überfordern und da noch eine gute Balance zu finden und mich selber so in dieser Führungsrolle auch noch zu bewahren oder nicht zu verlieren. Es hat ja nicht nur Coaching mit Führungsaufgaben zu tun, sondern auch um seinen Purpose, also seinen Sinn, auch den privaten Sinn vielleicht auch zu finden und dadurch auch seine Gesundheit zu schützen. Also nicht, dass man später in den typischen Burnout irgendwo reingeht oder andere Krankheiten irgendwo mitschleppt, kann es doch nur jedem Unternehmen gelegen sein, dass seine Mitarbeiter reflektieren. Entsprechend, absolut. Sinnvoll, ja. Also es hat ja gar nichts mit Mystik und so weiter zu tun, sondern einfach nur eine Reflexion, ist das alles noch richtig? Genau. Ja, und dann passt das schon zum Unternehmen, weil nur gesunde Mitarbeiter können auch wirklich tolle Arbeit langfristig ausführen. Ja, absolut. Ja? Also ich finde das ist ganz wichtig, den Aspekt, den du ansprichst, dass es nicht nur ein berufliches Thema ist. Mhm. Das Thema Purpose, also Berufliches und Privates verschwimmt ja heutzutage eh fließend ineinander. Mhm. Und das lässt sich tatsächlich auch im Coaching gar nicht so voneinander trennen. Ne? Deswegen, da geht es wirklich so drum, auch welches Leben will ich eigentlich führen, welches Lebensmodell und wie passt der Job auch da rein. Der Job ist letztlich ein Bestandteil aus dem Ganzen, ein sehr wichtiger, aber eben auch nur ein Bestandteil. Und das allein auch mal in Perspektive zu setzen und zu gucken, wo kann ich auch aus den anderen Bereichen meine Energie rausziehen, was für Ressourcen stehen mir da eigentlich noch zur Verfügung, nicht alles nur auf diesen Jobtunnelartig zu fokussieren. Allein dieses Bewusstsein, das hilft schon. Ja, also ich hatte letzte Woche noch mal kurz von mir erzählt, hatte ich ein Kurzcoaching und er hatte nur 2, 3 Sachen, hatte er gefragt und hat wieder so voll reingestochen, sage ich jetzt mal einfach, wo ich natürlich erstmal den ganzen Tag drüber nachgedacht habe. Und sagt, so bist du eigentlich und mal schauen, wie ich das doch verändern kann und verändern möchte, auch in diesem Bereich. Einfach mal drauf zu schauen, so richtig mal eben kurz gepiekst, ne, und sagt, ja, da müssen wir mal einfach mal drüber nachdenken oder ich selber, man ist ja auch selber viele Anteile, ja, ne? Und dass man da eben halt drauf gucken kann. Genau. Welche Wünsche hast du denn für die Wirtschaft, für die Führungskräfte für 2022, liebe Johanna? Oh, eine große Frage. Okay. also grundsätzlich, glaube ich, wünsche ich mir erstmal wieder für uns alle so ein unbeschwertes Jahr, was da kommen mag, weil das jetzt irgendwie doch die letzten 2 Jahre einfach mit Druck oder mit vielen Einschränkungen oder Unwohlsein auf allen Seiten, das uns immer wieder begleitet. Auch wenn wir uns irgendwie, kommen wir jetzt zurück ins Büro und wie können wir uns setzen, muss ich da mich vorher in einen Plan eintragen, dass ich da eben alleine im Büro sitzen kann oder ich habe echt ein Thema, ich würde das gerne mal im Teammeeting diskutieren oder mal eben kurz auf dem Kaffeegespräch und jetzt kriege ich meinen Chef nicht, weil ich irgendwie versuchen muss, da einen Termin mit ihm einzustellen.
Und gleiches gilt natürlich auch für die Führungskräfte. Also das habe ich schon erlebt, dass das nimmt so diese Unbeschwertheit im Tagtäglichen. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir da wieder zu mehr Normalität zurückkehren können und wieder ein bisschen mehr durchatmen können. Also und gerade, und da spreche ich natürlich auch aus eigener Erfahrung, so die Mitarbeiter und Führungskräfte, die noch Kinder haben, die entweder in Kita oder Schule sind und wo einfach eine immense Zusatzbelastung jetzt stattgefunden hat, dadurch, dass auch immer wieder Kinder zu Hause sind und beides irgendwie unter einen Hut gebracht werden muss. Klasse. Ganz tolle Eindrücke. Purpose Coaching kannte ich vorher noch nicht. Und ganz danke erstmal für die tollen Erklärungen, für die tollen Beispiele. Und ich würde mal sagen, ich denke doch mal über meinen Purpose nach. Ja, setze mich gleich in ein Boot am Rhein und tucker den Rhein hoch bis Düsseldorf. Ja, und da holst du dann eine Tasse raus, die ist für dich, liebe Johanna. Und zwar darauf steht, du bist wertvoll. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und es geht mit ein Päckchen Espresso geht das rüber nach Düsseldorf. Herzlichen Dank. Alles Gute bis dahin. Tschüss. Super. Johanna. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir über meine Herzensangelegenheit, das Purpose Coaching, zu sprechen. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, André. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk. Und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.